Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht es dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Lara! 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 Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara! Sei nicht tot! Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Sturm kommt auf.
Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Ich muss Schutz suchen. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Jonah muss irgendwo da oben sein. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen.
Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Überall. Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Sorry. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Auf dich! Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Kontakt! Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben Sie da oben etwas gefunden. Mir reicht es hier langsam. Geduld. Huh.
Ich habe was gehört. Wir haben Funkkontakt! Ein altes sowjetisches Schild. Es ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Seht ihr.
Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Wenn Sie hier predigen wollen. Jonah!
Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte. Bitte nicht. Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet. Ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Die ist gefährlich. Verstanden. Zentrale, wir sind in Position und haben sich Kontakt. Verdammt. Sie ist hier. Heißt, ich muss vorsichtig vorgehen. Hier herrscht das pure Chaos. Wir werden sie nie finden. Die Befehle waren klar. Wir brauchen eine Bestätigung. Sucht einfach bei Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen.
zu dir kommen. Passiert. Sie ist verschwunden. Wahrscheinlich das Master. Augen auf. Abwarten. Lass sie zu dir kommen. Kontakt! Hab sie!
sicher.
der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe.
Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Der gute Sean ist im Chat. Wie geht's? Wie steht's? Was machen Sachen? Mir geht's auch sehr gut, so wie es sein muss. Aber entspannt, dass du hier bist. Cool, cool. Werde ich dort unten finden. Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Unglaublich. Mal sehen, wie das funktioniert.
ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Geduld, Lara. Jetzt! Ich muss weiterklettern. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Ja, da hast du richtig gehört schon. Auch Sowjetunion wird hier behandelt und Russland und ja, was nicht alles. Das ist ganz interessant. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja. Sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greif nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder.
El mundo blanco de Hermes era lío viadus. Όμως η συσφορά και την παροπλία της πίστης του τα πέσετε, θα σηκωθείτε ξανά. Θα τους σκοτώσετε όλους. Η πηγή δεν θα μετακυρηθεί. Θα υπακούσετε την διαταγή του προφήτη. So viele.
Maschine! Schrott aus der Bühne! Zeit für euren Angriff.
Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so. Menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss. All diese Erfahrung, dieses Wissen. Das ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Ah!
Niederreißen. Das muss reichen. Dann mal los. Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile, die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert. Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben. Begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Oh.
Nur ein weiteres Katapult. Du hast nicht viel Zeit, Lara. Du musst die Quelle vor ihnen erreichen. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen.
stark genug. Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben. Geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor.
Eingefroren ist, kann ich nicht zielen. Bisschen höher. Es muss was geben, womit ich den Kranarm ausbalancieren kann. Das sollte den Arm ausbalancieren. Die Belagerung Kiteshs muss Monate gedauert haben. Sie ausschalten. Ich muss das Ding nur ausrichten.
Um dir von hier aus zu helfen. Danke, Sophia. Ich kann wirklich jede Hilfe brauchen. Thank you.
4. Fantastischer Schuss. Schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Und Feuer! Wir schießen! Mein Gott, das hat geklappt! Du hast es geschafft! Das war's noch nicht. Macht euch wieder schussbereit. Ja, verdammt! Schickt eine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Oh!
jetzt nur Sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. So, ob Sie in Ihrem Grab werden. Nein, mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Geht sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein, Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Los jetzt! Fahren Sie zur Hölle. Werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Thank you.
Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Da drohen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. So, und wieder haben wir ein super cooles Spiel beendet. Ich werde die Credits noch durchlaufen lassen, vielleicht kommt danach noch eine Szene oder so, mal schauen. Und danach beende ich den Stream, also diesen Stream beende ich kurzzeitig und starte dann direkt das nächste Storygame, im Stream natürlich. Are passing through, they'll know my name.
Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht.